Der Hoden ist am Dampfen. Der Penis am Kringeln. Die Eisphase beginnt. Und die Aufnahme startet. Und damit auch herzlich willkommen von mir, dem Mad Max Master. Und von mir, dem Dennis. Und ja, herzlich willkommen zur Ultra-Hardcore-Season in Ultimativ. Minecraft. Ultimative Hardcore-Season. Wollen wir uns kurz vorstellen, alle nochmal so? Yo, also ich würde sagen, wir hauen einfach mal eben raus. Ja, ganz einfach, wieder Master. Master LP und Rockstar LP vereint. Also ich, so Enke 111, ich bin der Henning von Rockstar LP. Der hier? Ich bin der Christoph von Rockstar LP. Der hier? 0Cookie 00, ja, dieser hier. Dennis? Ja, ich bin der Dennis, also der D-Master 00 hier, oder D-Master von Master LP. Genau, und ich bin der Mad Max Master von Master LP und bin eine geile Sau. So, ja. Wir haben ja schon mal zusammen Hunger Games aufgenommen und ja, das war ja, auch ihr wart zu Gast bei uns im Let's Play Together und wir fangen jetzt einfach mal an hier mit der Ultra Hardcore Season und ja. Genau. Dann hauen wir erstmal auf denselben Baum, okay? Wir müssen uns ja jetzt ziemlich schnell was bauen, oder? Ja, und ich will aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig schlagen. Ja, genau. Ultra Hardcore, wenn ihr die Regeln wissen wollt, also was alles hier so abgeht, warum es Ultra Hardcore heißt, dann lest am besten die Videobeschreibung. Das hilft euch weiter. Hilft euch weiter. Du kannst Gedanken lesen, genau das wollte ich auch gerade raushauen, Alter. Das kennt man ja. So, ich baue mal kurz eine Workbench hier. Gut, so kann man unsere telepathischen Fähigkeiten... Wir bauen direkt hier jetzt, ne? Ja, scheiß drauf. Das sah geil aus, da. Ja, bei der Ultra-Hardcore-Season kommt schon weniger auf hier die Schönheit an. So. Nein, aber das war effektiv, meinte ich damit. Ja, richtig, ja. Richtig. Aber es muss nicht unglaublich schön aussehen. Ich hol mir gleich mal eine Runde Stein, weil dann können wir gleich noch ein paar Steinsachen machen, wie Axt und Spitzhacke und Anus. Ein Stein-Anus. Okay. Und einen Analpenis, der nach Salzwasser schmeckt. Ja. Genau. Ja, nee, das ist wirklich so. Also Dennis, ich habe da eine These aufgestellt in unserem DayZ-Let's Play. Das war echt eklig. In der Testaufnahme, ich so, ja. Analpenis, Dennis so, schmeckt nach Salzwasser. Ja, nee, ich hab's so aus dem Meer rausgeguckt und dann dachte ich mir so, ja, schmeckt nach Salzwasser. Ich hol mir jetzt hier auch mal Stein. Man könnte jetzt direkt denken, neben dem Meer oder wie? Ja, mehr oder weniger. Ha, 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 ha. Okay. Wollen wir eigentlich unter der Erde unser Ding jetzt errichten? Ich wär überirdisch dafür. Weil ja, bin ich auch für. Oben gleich irgendwie ins Hart treiben oder so. Nee, und ganz viele Fenster sind auch wichtig, Maus, damit wir auch wissen, was draußen abgeht. Genau. Ob es Nacht ist oder so. Ich mach mal vier Schwerter, okay? Wollte ich gerade sagen. Okay, dann ich mach ein paar Stickies. Ja, ich hab da schon Schweine gesehen. Wenn ich mal ein Steinschwert krieg, dann hole ich uns schon mal Essen. Ich hole auch gleich schlachte Kühe hier. Max, hast du Bock, mir eine Axt oder ein bisschen Stein zu geben? Dann mach mir eine Axt, dann kümmere ich mich nämlich ums Holz. Ja, dann ich mach dir eine Axt, okay? Weil ich hab nämlich nur noch vier Cobblestone. Passt. Wir brauchen dann auch so langsam Home, ne? Weil wenn es dann Nacht wird und wir... Also hier liegt ein Schwert. Hier liegt das Schwert und die Axt und eine Spitzhacke. Hier liegt irgendwie, okay. Warte mal... Du müsstest ja noch einer Steinfarm, oder? So, ich tue noch ein paar Bäume fällen, ne? Was, ey? Ich kümmere mich um den Stein. Haben wir irgendwie schon gesagt, was so unser Ziel ist hier? Ach so, ja, dann... voll oh, ich habe einen Apfel. Dann haut mal rein, was ist denn unser Ziel? Ja, was ist denn unser Ziel? Wir wollen auf jeden Fall den Ender-Dragon killen, glaube ich, ne? Ja, also, wenn ihr kurz ein bisschen in die Videobeschreibung werft, dann seht ihr auch mal die Regeln aufgelistet, also dass uns... Das war ein wunderschöner Röpster. Ja, richtig schön, ich bin gepasst. Okay, dann. Ja. Also, unsere Herzgruppe. Nein. Er stirbt gerade. Ja, ich bin gerade leicht am Verrecken. Alles klar. Ich muss übrigens kurz sagen, sorry, falls ich meine Stimme ein bisschen gay anhören. Also noch gayer als sonst, nein, weil ich bin ein bisschen krank und ja. Egal, ja. Auf jeden Fall haben wir vor, den Ender Dragon zu besiegen. Oh, ich habe Eisen gefunden. Und ja, das ist halt im Endeffekt das Ziel und wir dürfen halt kein einziges Mal sterben. Sobald einer stirbt, ist man raus. Ach stimmt, das wollten wir ja noch besprechen, ne? Wir müssen dann abgehen und aufnehmen. Aber gut, das machen wir jetzt einfach live in der Aufnahme. Das ist ja, aber das ist, das ist auch wichtig, damit die Zuschauer das mitkriegen. Also wer tot ist, ist hier raus aus der Konfi. Ja, genau. Und wenn jetzt zum Beispiel Christoph, der nimmt ja jetzt gerade auf, hier für Rockstar IT, tot ist, dann nehme ich für uns weiter auf. Ja, genau. Und so genau so auf Seite, unserer Seite. Ja. Genau. Also wenn Max stirbt, nehme ich auf. Ich hole gerade mal Samen, weil dann können wir hier unser Feld machen. Ja, genau. Ich leide. Ich kann dir noch ein paar geben, weil dann auch ja, Max, okay. Max hat immer ein paar Samen dabei. Immer auf der Tasche. Ja. auf der Tasche. Das ist ja eklig. Auf jeden Fall. Ja, müssen wir... Es wird Nacht. Nee, jetzt schon.
Habt ihr irgendwie ein Haus? Scheiße, schon? Jetzt echt. Nein, wir haben Panik. Ich hau dann mal Cobblestone in Form eines Hauses raus. Alles klar. Ich hab auch Holz und Cobblestone. Das wird okay, jetzt. Ich komm mal zu Max, Max. Fackeln werden ganz wichtig. Wenn wir keine Fackeln haben, ich hab Holz. Ja, dann. Scheiße, warte, ich schmeiß mal hier kurz meinen Cobblestone, dann mach du das mal kurz. Ich renn mal kurz rüber zu der einen Höhle. Da habe ich, glaube ich, vorhin Kohle gesehen. Dann gib mir auch Cobblestone. Ja, nee, ansonsten könnten wir nämlich auch einfach ganz kurz Holzkohle machen. Und ich höre übrigens schon die Zombies. Echt jetzt? Ah, die waren wahrscheinlich unter uns in irgendeiner Höhle. Christoph, hier hast du ein bisschen Cobblestone. Ja, ich Alter, ich sehe es schon kommen. Ich werde als Erster irgendwie Schaden bekommen. Warum? Hier ist Kohle, aber ich kann es nicht abbauen. Nee, komm, ich hey, Christoph, warte, ich baue hier gerade ein bisschen krüppelig, damit wir auch schön viel Platz haben. Brauchen wir jetzt ein Haus. Ja, wir brauchen aber auch Platz, damit wir da auch wenigstens alle reinpassen. Fuck. Jetzt wird's gerade echt eng. Wir können ja gleich meinen in der Nacht oder so. Ich bräuchte Cobblestone, damit ich einen Ofen bauen kann, damit ich, Ja, dann verschwendet man nicht alle Alter, was macht ihr eigentlich hier? Okay, mach einfach mal kurz das Ding zu. Hat Bock, mir jemand kurz Cobblestone zu geben? Hier drin spawnt gleich was, ich weiß. Ja, will man vielleicht kurz einen Ofen machen? Ach, ich baue mir einfach kurz. Ich hab noch 3 Cobblestone. Oh mein Gott. Was machst du da? Warum baut ihr da sowas hin? Ja, damit wir mehr Platz haben, aber... Ja, wir können ja nachts einfach meinen gehen. Ein Bett können wir uns eh nicht bauen, da würden wir uns eh nur rumstehen. Ob wir jetzt im großen oder im kleinen Raum rumstehen, ist ja irgendwie... Oh ja. Wir gehen gleich einfach alle buddeln hier. Richtig. Aber am besten erstmal rein. Ja, dann komm mal wieder rein, komm rein. So, und jetzt mach... Ja, so. Ja. Jetzt baut ihr gleich alles. Ey, geht mal bitte alle kurz... So, okay. Ja, wie geht denn das? Ja, einfach Holz oben... Nee, du musst unverarbeitet, ist andersrum. Ja, geil. Ah, oh, schon geil hier. So, ich buddel mich nämlich jetzt mal runter und mach uns unterirdisch mal ein Feld, so. Ja, pass aber auf, dass du niemanden schlägst. Ja, jetzt dann nicht zurückgehen. Jetzt bitte. Ich mach mal kurz Folgendes. Okay. Ich mach mal eine Fackel. Nein, 4. Oha. Puh. Du bist nur Holz gezogen. Wow, Alter. So, hier haben wir schon mal eine Kiste. Hier eine hin. Ich hab übrigens schon 5 Eisen, ne? Nur als Info. Ja. Hier ist noch ein Schwert drin in der Kiste, das kann sich dann eben. Oh, hier, guck mal, was ich hier noch reingelegt habe, gerade an Fleisch. Richtig geil, ne? Boah, leck mir am Arsch, das können wir nachher. Ey, das Schwert nehme ich. Soll ich das kurz braten? Achso, ja. Pass auf, ich buddel hier rein. Kurz. Alter, 39. Wow, stellt er sich direkt davor, Alter. Ich weiß, wo eine Höhle ist. Ich hatte auch noch ein Schweinefleisch. Warte, Madmax, Massa, ja. Ich wollte jetzt hier eigentlich mich an die Seite da. Ja, dann mach das. Du kannst ein bisschen Cobblestone farmen. Ich werde mal ein bisschen mich nach unten graben. Aber warte mal, eigentlich ist Stripmine zwar nicht erlaubt hier in der Hardcore-Season. Ja, aber ich meine, wenn wir jetzt gerade nachts irgendwie, ich meine, da ist ja spannender zu Stripmine wie hier nur rumzustehen. Ach, ich muss in die andere Seite, weil hier ist Gravel. Wollte ich gar nicht. Ich wollte jetzt einfach hier unten Getreide ansehen, damit wir. Ich werde jetzt auch mal, warte mal, ich baue mich einfach jetzt auch mal hier irgendwie rein, weil ich habe keinen Bock, da an dem Ofen die ganze Zeit stehen zu bleiben. Jo. Ja, das darfst du. Halt, ich habe halt keine Fackel mit dem Sport hier unten. Ich mach gleich mal noch einen Ofen, ne, dass wir Fleisch haben oder so. Ich hab 21 Fackeln. Ich gebe euch mal ein paar. Habt ihr schon Hunger verloren? Ich werf hier mal ein paar hin. Nee, noch so. Kein Hunger verloren. Da liegen welche, ne, nur so zur Info. Am Anfang des Ganges. Okay, hier liegen welche. Ich hab dir ein paar zugeworfen. Max, oh ja, bist du? Ich? Ja, du. du bist da oben. Ich geb dir ein paar Fackeln. Boah, ich höre hier schon die Spinnen, ey. Ich höre Fledermäuse. Gleich wird's interessant, Mann. Dankeschön. Bitte. Dann wollen wir nicht kurz erst das Fleisch braten. Ja, warte, ich mach kurz die 5 Eisen durch, weil dann kann man nämlich gleich mal noch... Und okay, so. Noch mehrere mal das Fleisch, dann brate noch das Fleisch, bitte. In der Ultra-Hardcore-Season, da steigen ja auch die EP-Level viel langsamer, oder? Nein. Nicht? Okay. Hatte ich gerade so das Gefühl. Aber okay. Ich mach mal noch einen Ofen, ne? Das, Ofen wäre noch gut in Zweiter. Aber auf jeden Fall regeneriert sich unser Leben nur durch Heiltränke und goldene Äpfel. Ja, genau. Das ist echt heftig. Und seid sparsam mit den Fackeln, bis wir noch keine Kohle haben hier. Boah, voll erschrocken, nur weil meine Hacke kaputt gegangen ist. Da muss man echt aufpassen. Wir haben das ja schon mal gemacht, Max und ich, auf dem alten Channel, von dem ich reden will. Und ich da voll mit, da waren Mädchen halt dabei und ich so mit voll großen Worten, ja, die stirbt bestimmt als erstes und wer ist als erstes gestorben? Aber das lag auch an einer Person, weil ich eigentlich keinen Bock darauf hatte, weil die Person schwul war. Hört sich jetzt voll diskriminierend an, aber okay. Wir wissen, wie du das meinst. Oh ja. Oh, erotisch. Nee, der ist wirklich gay. Und zwar, wie wollen wir das denn mit dem Eisenhand haben? Wollen wir sagen... Kann ich ganz kurz was sagen? Warte mal, ganz kurz eher mehr auf Rüstung gehen, oder?
Ja, das ist wichtig. Auf jeden Fall. Aber anfangs wäre eigentlich erstmal so eine Spitzhacke und sowas eigentlich. Ein Eisen, nee, das ist nicht wichtig. Da geht Stein auch gut. Ein Eisenschwert wäre okay, aber. Ja, aber du kämpfst ja nicht. Rüstung ist am wichtigsten, Max, weil wegen dem Leben. Ja, aber das lohnt sich halt. Wir haben jetzt bis jetzt 5 Eisen, das lohnt sich. Dann mache ich mal 2 Schwerter, das reicht. Ja. Dann ich habe noch 6 Eisen gefunden. Christoph, das lohnt sich auch, weil wenn man angegriffen wird, dann kannst du dich viel besser verteidigen. Ja, aber wann wirst du denn angegriffen jetzt? Ja, weil wenn, dann musst du. Und wenn, ja, sonst. Aber wir müssen trotzdem gucken, dass wir jeden Konflikt mit irgendeinem Viech aus dem Weg gehen. Das ist ja klar. Ja. Und jetzt will ich noch kurz was loswerden. Ja, heute in Geschichte. Nein. In Bio kam das Wort Homo vor. Wow. Okay? Und ich hab dann. Oder nein, irgendwas. Muss was fressen. Das war Chemie. Und ja. Dann habe ich so gesagt, ja, das heißt, dann hat er gefragt, was heißt der Begriff? Und ich dann so, ja, sicherlich irgendwas mit Mensch, okay? Dann hat er gesagt, nee. Dann hat er uns erklärt, warum, was Homophobe sind und so. Ja. Das war voll lustig. Weil ich hab gar nicht gewusst, dass Homo auch gleich bedeutet. Oh, danke, Max, du hast hier gerade. Ja, das ist ja logisch, wenn du Homo bist, dann müsst du ja bist zum gleichen Geschlecht hingezogen. Also, ich hab das gar nicht gewusst. Ich hab irgendwie gedacht, das heißt nur Homo. Also, dass du sowas nicht weißt, ist sicher. Ja, ich sag dazu nur Hauptschule. Also, er wird ganz leise an einer Stelle. Hauptschule. Julie, ich mach dich. Oh, Max, ich mach das hier, glaube ich, alleine, bevor wir uns aus Versehen hauen, ey. Warte. Nee, ich will meine Fackeln wieder. Warte, was, hör auf. Wollte ich eigentlich auch gerade sagen, ich meine, in Gruppen rumlaufen ist zwar wichtig, aber nicht irgendwie auf engem Raum aufeinander. Ja. Alter, dann will jemand seine Kiste aufmachen und dann bam. Ja. Bam in die Fresse und rechts und links. Ja, ich mache hier unten jetzt, versuche ich ein richtig großes Feld zu machen, weil das lohnt sich ja sonst nicht. Wir sind ja 4 Leute. Ja, dann mach das dann. Dann machen wir so, dann nehmen wir erstmal das Eisen, benutzen wir erstmal für Eimer. Oder für einen Eimer zumindest. Nee, wir können es runterfließen lassen, oder? Ja, okay. Okay, ich hab eine Höhle gefunden. Wozu brauchen wir denn einen Eimer? Ich hab eine Höhle gefunden. Wir haben eine direkte Anbindung zu einer Höhle. Das ist gut. Aber da gehen wir gleich erst rein, oder? Okay, das ist gut. Max, hast du das Fleisch gebraten? Okay, ich brate es. Oh, sorry. Ich war gerade noch, anal penetriert. Okay, ich hab's mal reingetan. Ich mach jetzt einfach noch ein paar Fackeln aus der Kohle, die ich hab. Ja, das ist halt wichtig für die Höhle, wa? Für die Höhle. Wie viel Holz, Fackel, Arsch, Homo haben wir noch? Ich habe 64 Fackeln. Ich mache mir jetzt mal kurz noch 2 Steinspitzhacken. Alter, geil, wie viel Eisen ich hier finde, ey. Ich habe ein Eisenschwert. 2. Ich tue mal eins in die Kiste. Geh mal wieder. Ich mach mal kurz ein Fenster hier rein, damit wir mal sehen. Das will ich nicht machen, weil da kann auch ein Skelett reinschießen. Ja, ich wollte nur mal gucken. Achso. Ja, aber ich würde sagen, Fenster sind trotzdem relativ wichtig, damit wir wirklich wissen, was draußen abgeht. Wenn wir Glas haben. Ich wollte nur mal kurz gucken, wie lang noch die Nacht ist, aber sieht nicht danach aus, dass irgendwie jetzt so in Bälde mal der Tag anbricht. So. Ich höre überall Zombies, ich will hier nicht sein. Ich mach mal noch so ein paar Werkzeuge. Und so. Ich komme auch mal wieder hoch, ich habe ein bisschen Eisen gefunden. 7. Und 18 Kohle. 18 okay, Kohle, ich pack das einfach dann direkt rein und dann. So. Okay, ich habe eine Höhle gefunden. Ey, Kinder, ich versuche jetzt hier echt ein richtig fettes Zombie. Feld zu machen, ne? Also der Zombie hat eine Schaufel in der Hand. Kriegen wir die, wenn wir den Zombie killen? Nee. Nein, ich hab die Stelle mal markiert. Dann können wir da nachher mal gucken, wenn wir eine Höhle suchen. Ah, fuck, das ist hier jetzt scheiße, hier fällt gerade Gravel runter. Kannst eine Fackel drunter setzen. Muss dann Obacht geben. Da könnt ihr euch Werkzeuge so rausnehmen. Was bringt das, wenn ich die Fackel runtersetze, Christoph? Dann geht der Gravel kaputt. Okay, hier geht's nochmal in eine Höhle rein. Ja, ich habe auch eine Höhle gefunden. Da hab ich glaube, das ist die gleiche. Also, weißt du, was geil wäre? Ein Höhleneingang, wo übersichtlich ist. Also, ja. Kannst du dann am besten irgendwie raussuchen, dann gehen wir da nachher rein. Dann mache ich mal.